Hey, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Johannes Pauke. Der Gamer hat es leider heute nicht geschafft, denn sein PC, ja, ist ein wenig, ja, nicht funktionsfähig. Deswegen hat er es heute leider nicht geschafft. Ich habe es probiert auch über einen Laptop. Allerdings, Discord war ein bisschen am Rumspacken und deswegen kann er heute leider nicht dabei sein. Ist zwar tragisch, aber naja, gut. Wir stellen heute ein bekanntes Haus vor. Plus Download-Link in der Beschreibung. Also, es lohnt sich, das dranbleiben. Und zwar stellen wir heute das Lockwood Manor, das Lockwood-Anwesen aus Jurassic World 2 vor. Ja. Wir können mal hier vorne, ganz am Eingang, weil hier kann man ja eine schöne Straße hochfahren mit seinem Auto. Hier haben wir ein kleines Wachhäuschen, sage ich jetzt mal. Da können wir auch mal reingehen. Und zwar befindet sich hier einfach nur ein kleiner Wachposten. Hier steht ein Aufseher. Der kann dann telefonisch im Anwesen anrufen und abklären oder eben mit Papieren, ob der durchfahren darf oder nicht. Ja. Ein Tor dieser Größe ist unmöglich zu bauen. Vor allem ohne irgendwie Verkleidung dahinter. Ist einfach unmöglich in Minecraft. Macht dennoch aber nichts. Dafür ist das Haus umso, ja, formidabler gelungen, sage ich mal. Ich gehe jetzt einfach mal mit großen Schritten dem Haus entgegen. Und natürlich auch hier ein bisschen Landschaftsgestaltung haben wir gemacht. Das sieht echt klasse aus hier. Wir laufen dem Haus mit großen Schritten entgegen. Ich fliege jetzt trotzdem mal ein bisschen. Und ja, hier haben wir das prachtvolle Anwesen aus Jurassic World 2. Wir fliegen jetzt einmal drumherum, um euch einmal einen Rundumblick zu verschaffen. So, hier haben wir ein paar Bäumchen. So, die Map ist natürlich jetzt ein bisschen groß. Hier ist natürlich noch nicht fertig, aber darum soll es nicht gehen. So, das hier ist das ganze Anwesen. Es ist riesengroß, viel zu sehen. Und ich denke, das kann wohl eine gute halbe Stunde werden. Vielleicht auch, ja, ich denke, eine halbe Stunde wird es wohl werden. Also habt ihr auch vielleicht ein bisschen Zeit eingeplant. So, und wer natürlich selber spielen will, drückt den Abo-Button, gibt einen Like und downloadet die Map. Ja, wir gehen jetzt trotzdem mal rein. Und wir befinden uns jetzt in der... Oh Gott, ich muss mal eben die Sounds ein bisschen leiser machen. Musik und... So, wir machen mal die Gesamtlautstärke etwas so auf 50%. Das reicht ja schon. So, jetzt sind wir hier in der Haupthalle des Lockwood Anwesen. Und ja, wir haben jetzt drei Eingänge. Wir gehen jetzt als erstes mal hier rechts, denn da gibt es am wenigsten zu sehen. Nein, hier befindet sich halt einfach so ein kleiner Flur, so ein kleiner Aufenthaltsflur, sage ich jetzt mal. Hier stehen ein paar Bücherregale, ein paar Bilder hängen hier. Ein großes Aquarium befindet sich hier auf der Ecke. Sieht auch gut aus. Und hier ist halt so eine tragende Büchersäule, sage ich jetzt mal, die auch dekoriert wurde. Mit unzähligen Sachen. Also hier zum Beispiel, das könnte jetzt ein Dinosaurierkopf darstellen. Ist in dem Fall natürlich der vom Enderdrache, aber das weiß ja keiner. Hier haben wir natürlich ein paar, ja, ein paar Köpfe, ein paar Blumen und ein paar Bilder. Hier gibt es nicht so viel zu sagen zu diesem Teil. Deswegen gehen wir gleich mal weiter zum nächsten. Hier noch die Anmerkung, das Haus wurde von mir und dem Gamer gebaut. Also von mir, dem Johannes Pauke und dem Gamer. Und deswegen, ihr dürft das Haus natürlich downloaden und selber auch benutzen. Aber bitte, ja, erwähnen, wenn ihr dürft natürlich auch bei YouTube benutzen, aber bitte erwähnen, dass es von uns kommt. So, hier haben wir einen kleinen Flügel oder beziehungsweise einen etwas größeren Flügel stehen. Also eine Art großes Klavier, auch mit Tasten und sowas und schönem Hocker. Ja, gibt es auch nicht so viel zu sagen. Ich dachte mir halt, beziehungsweise wir dachten uns, es passt ganz gut in dieses Schema hinein. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja, sieht auch ganz schick aus. Passt hier super rein in diese Rundung. Und ja, wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Raum. Ein Raum, der durch Jurassic World auch bekannt geworden ist. Oder einen, der in Jurassic World auch vorkommt. Und zwar ist das der Raum, in dem dieser Enkel, Neffe, ich weiß gar nicht, was es ist, von Benjamin Lockwood, Claire Deering, mitteilt, dass es ja dazu kommen soll, dass die Dinosaurier gerettet werden sollen. Und hier ist halt der Glastisch, wo gezeigt wird, dass, ja, welche Dinosaurier wichtig sind und dass Blue die wichtigste ist, weil sie die einzige Überlebende der Raptoren ist. Deswegen ist sie eigentlich so das,
das Wichtigste für die Operation. Und ja, hier vorne kommen wir dann schon zum nächsten Raum. Hier gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen zu. Hier stehen viele Bücher rum, schön eingerichtet. Hier ist noch ein paar Bilderchen. Diese vielen Kunstobjekte, die passen halt in dieses große alte Haus gut rein. Und ja, wir kommen jetzt mal zum zweiten Raum. Und zwar ist das das Arbeitszimmer von diesem Neffen, Enkel, Neffen. Es müsste der Neffe gewesen sein. Und hier hat er natürlich einen PC von der Firma Diamond. Viele Bücherregale, ein paar schöne Deko-Elemente, ein paar Bilder. Wobei ich viele Bilder auch gar nicht weiß, was sie bedeuten sollen. Zum Beispiel das hier, das soll, glaube ich, einen Engel darstellen und so. Aber naja, gut. Oder hier auch mit einem schönen Totenkopf. Ja, will doch jeder haben. Nein, es ist halt ein bisschen, ja, dekoriert, weil sonst sieht der Raum einfach so leer aus, weil der so groß ist auch. Ja, das war jetzt schon fast schon die untere Etage. Aber nur fast. Denn wir kommen ja eigentlich noch zum Hauptteil. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar kommen wir ja eigentlich schon zum letzten Raum hier unten auf der, ja, im Erdgeschoss, sage ich jetzt mal. Und zwar ist das eigentlich einer der bekanntesten Räume aus Jurassic World 2, aus dem Lockwood-Haus. Und zwar ist es die Halle mit den Dinosaurier-Skeletten oder den Fossilien. Wir haben hier natürlich zuerst den Triceratops-Kopf, einen Stegosaurus, einen Ceratosaurus, einen kleinen Brachiosaurus, einen ganz kleinen Jungtier noch, und einen, ja, Parasaurolophus. Und habe ich vorhin gesagt, ein Stegosaurus. Ich meine natürlich einen Ankylosaurus, der mit der Keule und den Stacheln, der auch Panzer genannt wird, so zumindest laut Film. Hier links und rechts haben wir zwei Vitrinen, die ein bisschen, ja, an Nachts im Museum erinnern. Haben wir uns so gedacht, ist ein cooler Gag, denn war ja auch im Film so. Hier sind dann halt so Bilder und Plastik und Holzfiguren, die dann so einfach darstellen sollen, wie das denn so in der Natur gewesen sein könnte. Haben wir auf beiden Seiten. Hier stehen sogar ein paar Bücherregale mit drinne. Ja. Sieht ganz cool aus. Und ja, wir kommen jetzt mal schon zum nächsten Raum. Wer hätte gedacht, ich nicht. Und dafür brauchen wir sogar ein Feuerzeug und einen Button. Und zwar haben wir hier einen kleinen Konferenzraum. Denn wer Benjamin Lockwood nicht kennt, der müsste eigentlich vorher schon wissen, dass er mal bei Ingen mit aktiv war. Und ich habe ganz vergessen, eine Sache zu erzählen, und zwar aus dem Eingang. Und zwar jeder Jurassic World 2, der das gesehen hat, müsste wissen, dass hier ein Bild von John Hammond hängt. Also dem Gründer von Jurassic Park. Hier hingen noch zwei weitere. Ich weiß gar nicht, wer hier hing. Auch noch irgendwie Vorfahren des Lockwood-Hauses. Und ja, und Benjamin Lockwood und John Hammond waren irgendwie mal Geschäftspartner oder so ähnlich. Gehörten auf jeden Fall beide zu Ingen. Und ja, Ingen, wer es nicht kennt, ist natürlich die Firma, die militärische Einsätze und Dinosaurier erschafft. Wie das zusammenpasst, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Raum ist eingerichtet mit zwei großen Bücherregalen, einem großen Konferenztisch und einem funktionierenden Kamin, den wir auch mal anzünden können. Jetzt ohne, dass hier was abbrennt, das ist sehr gut. Wir haben natürlich hier auch Licht, ist klar. Ja, wir haben hier schönes Feuer. Die lassen wir mal aus jetzt. Und jetzt haben wir noch einen Button. Wofür der aber ist, ja, das ist ganz einfach. Und zwar gibt es hier einen Geheimgang, beziehungsweise eine geheime Kammer. Wir drücken jetzt einfach mal hier drauf. Da hat man jetzt ein Stück von der Technik gesehen. Und ja, hier befindet sich nämlich das geheime Archiv von Ingen in dem Gebäude. So, wir machen jetzt mal hier schön wieder zu. Keiner kann jetzt rein. Ingen muss ja natürlich auch irgendwo seine Sachen gelagert haben. Oder seine Unterlagen und alles. Wovon die Menschen ja gar nicht so viel wissen sollten. Und deswegen haben wir hier jetzt so einen kleinen Raum. Ja, und das war eigentlich soweit alles zu diesem Raum. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen zu. Denn es ist einfach nur ein Aktenraum. So, einmal raus hier schnell. Und man sieht nicht mehr, dass hier ein Geheimgang ist. Ja, kommen wir schon zur zweiten Etage, beziehungsweise zum ersten Obergeschoss. Das ist auch eine ganz coole Location. Gehen wir mal nach oben.
So. Hier haben wir dann natürlich noch einen Teil der Eingangshalle. Gehört noch dazu. Hier kann man natürlich auch runtergucken. Jetzt gehen wir erstmal hier nach rechts, würde ich sagen. Nach rechts gehen wir jetzt einfach mal. Hier haben wir natürlich noch den Balkon. Beziehungsweise diese Anhöhung die hat man auf beiden Seiten. Zwei schöne Teppichläufer hier, ein paar Bilderchen. Wie sich das für ein altes Haus gehört. Ja, hier oben haben wir dann das Esszimmer der Familie Lockwood. Auch eine schöne Sache eigentlich. Vor allem die großen Stühle hier, die hohen Stühle vor allem, das passt hier ganz gut zum Tisch. Man kann hier gut sitzen zu dem langen Tisch mit dem Glasornament in der Mitte. Es passt hier einfach alles gut zusammen. Die Bücherregale passen auch gut hier mit rein. Und was gehört natürlich an ein gutes Esszimmer dran? Natürlich die Familienküche. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Familie Lockwood selber kocht. Ich glaube, das wird für die gemacht. Und deswegen haben wir eine große Küche mit 6 Herdplatten. Eine Menge Schränken, also Dekoschränke, 3 Spülmaschinen, 2 großen Waschbecken und einen großen Kühlschrank. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Und ja, 2 Waschbecken hatte ich da schon gesagt? Ich glaube ja. Hier haben wir ein paar Hängeschränke, sieht auch ganz gut aus. Eine große Abzugshaube. Und es passt auch hier wieder gut zusammen. Nur es ist halt ein bisschen sehr, ja, einwandbelastet, weil das meiste spielt sich an der Wand ab, dann ein bisschen da was und in der Mitte. Hier ist ein bisschen weniger, aber jeder darf natürlich das Haus auch ein bisschen weiter dekorieren, wenn ihm noch was einfällt. Denn ihr dürft ja das Haus benutzen und auch eben. Wir bitten euch eben nur darum, es nicht allzu sehr zu verändern und dann irgendwie als euer eigenes auszugeben. Hier steht eine Billardplatte, die man ja schon aus dem Ghostbusters-Haus kennen sollte. Auch wieder mit 2 Billardkös in der schönen Rundung. Passt sich gut hier ein. Passt deswegen auch hervorragend hier rein. Ja, und zu jeder guten Küche gehört natürlich auch ein großes, gutes Bad. Und als erstes haben wir hier natürlich die Toilette. Da ist der Lichtschalter für das Ganze. Hier können wir natürlich drauf gehen. Einmal spülen, ein bisschen Papier benutzen. Und dann am besten ja spülen. Mit einem großen Spiegelschrank. Hier können wir natürlich auch was in den Beistelltisch reinpacken, in den Unterbauschrank. Sieht auch gut aus, passt gut rein, mit einem Wasserhahn, mit Wasser drinne. Eine große Badewanne haben wir dann noch hier im Badezimmer der Familie Lockwood. Und modernere Heizkörper, und zwar kann man da in diese einzelnen Sprossen hier seine Handtücher gut trocknen und etc. Als nächstes haben wir hier natürlich noch eine Dusche drinne. Das passt ja auch ganz gut an. Eine große Dusche kann man natürlich schön duschen, wenn man das natürlich dem Baden vorzieht. Hier ist für jeden was dabei. Ja, kommen wir schon zum nächsten Raum auf dieser Etage. Und zwar gehen wir mal dafür auf die andere Seite. Auch hier wieder einen großen Ausguck auf die große Dinosaurierhalle. Hier können wir natürlich auch einmal in den Raum reingehen. Beziehungsweise in diesen kleinen Korridor mit vielen Bildern wieder. Einer kleinen Sitzmöglichkeit mit einem kleinen Teetisch und sowas. Da kann man mal einen Tee trinken oder auch ein bisschen Zeitung lesen, wenn man Zeit hat. Und wie soll es anders sein? In einem Raum der Familie gehört natürlich erstmal ein kleines Wasserspiel. Nein, ein Raum der Familie ist natürlich das Wohnzimmer mit auch einem großen Teppichläufer, der passend zur Couch ist. Einem großen, ja, mit einem großen Fernsehen, einem großen Bücherregal oder mehreren großen Bücherregalen, einem schönen Tischchen hier am Fenster mit ein paar Blümchen, einem kleinen Tisch hier vorne an der Couch dran und einer benutzbaren Couch. Ja, wir können uns hier wirklich reinsetzen. Das Ganze sieht dann so aus. Das sieht auch ganz cool aus, passt auch ganz cool hin. Einem großen Fernseher, auf dem gerade Karate Kid läuft. Nein, Spaß beiseite. Passt hier ganz gut rein. Mit dem großen Surround-System hier. Und ja, was soll man dazu mehr sagen, als es passt einfach gut rein. Hier eine Creeper-Figur. Also auch das Wohnzimmer, obwohl es eine ziemlich neuere Couch ist, passt die sich hier ganz gut ins Objektive rein. Also es passt alles ein bisschen zusammen. Ja. Hier auf dieser Etage gibt es eigentlich sonst nicht mehr viel zu erzählen zu. Wir gehen natürlich gleich nochmal eine Etage tiefer. Hier oben sind wir dann auf der Etage, wo sich mehr die Gäste des Hauses abspielen.
Und zwar haben wir hier erstmal einen schönen Balkon, der im Mauerwerk eingefasst ist. Ganz cool, finde ich den. Auch eine coole Idee von uns gewesen. Hier natürlich im Flur nicht so viel zu sehen. Dann kommen wir in den ersten Korridor, der auch relativ groß eingerichtet ist, mit einem kleineren Flügel. Wir haben nämlich zwei Flügel im Haus verbaut. Einen kleinen, wo dann die Maisie aus dem Film natürlich auch ein bisschen üben kann, bevor die an den großen Flügel geht. Vielen Bildern und ein paar Büchern. Das Besondere hierbei ist aber die zwei Gästezimmer. Hier haben wir das eine, welches spiegelverkehrt natürlich hier auch zu finden ist. Also im Großen und Ganzen natürlich hier auch Licht an- und ausschaltbar. Im Großen und Ganzen natürlich auch, also Server geeignet. Der Nachteil ist halt, der ist viele Redstone, da das viele Server wahrscheinlich zum Crashen bringen könnte. Ja, aber darum geht es jetzt nicht. Und zwar haben wir hier noch ein kleines Aquarium. Und jetzt kommen wir schon zur Familienbücherei. Ja, zur Hausbücherei will ich schon fast sagen. Hier stehen nämlich viele, viele Bücher, die sich im Laufe der Jahre angehäuft haben. Mit vielen verschiedenen Lesetischen. Auch mit ein paar versteckten Gängen, die dann so ein bisschen reingehen in das Ganze. Auch hier passt das wieder alles ganz gut zusammen. Hier kann man seine Ruhe haben und ein bisschen seine Augen in ein paar Bücher stecken. Hier hat man seine Ruhe, hier ist immer schön still und natürlich auch hier wieder ein- und ausschaltbares Licht. So wie im ganzen Gebäude eigentlich. Ja, ansonsten gibt es hier auch nicht mehr viel zu sagen zu dieser Etage. Ein paar schicke Regale stehen hier noch rum. Diese Regale sollen übrigens darstellen, dass es nicht ganz gefüllt ist mit den Büchern, da die meisten Bücher eben in der Familienbücherei stehen. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zur vorletzten Etage des Hauses, und zwar der Dachetage. Hier haben wir einen Raum, der in Jurassic World 2 vorkommt, und zwar das Zimmer vom Benjamin Lockwood. Ja, der hat hier oben sein Zimmer. Der sitzt natürlich im Rollstuhl und deswegen, das hier sollen Rampen darstellen, die so leicht nach unten gebeugt sind hier. Schwierig umzusetzen. Kann ein paar bisschen aus dem Fenster gucken. Er hat nämlich insgesamt drei große Fenster hier. Oder kleinere Dachfenster, sage ich jetzt mal. Sein Bett befindet sich gleich hier. Und auf diesem Tisch ist eigentlich ein Modell des ersten Jurassic Park Besucherzentrum, des Visitorzentrum, Zentrums. Und ja, ist natürlich jetzt schwer umzusetzen. Könnte man mit dem My Little Blocks Mod machen. Aber an dem haben wir ja die Rechte gar nicht, dass wir den zum Download bereitstellen. Deswegen machen wir es auch gar nicht. Wer es möchte, darf sich das auch gerne hier bauen. Muss aber, wie gesagt, angeben, dass dieses Gebäude von uns gebaut wurde und von ihm überarbeitet wurde. Ja, oh, hier funktioniert eine Lampe nicht. Oh nein. Und ich sehe auch schon, wo das Problem liegt. So, das haben wir jetzt. Das kann natürlich bei so einem Bau immer mal vorkommen. Ja, hier kommen wir zu einem Raum, den man im Film natürlich nicht gesehen hat, aber ich denke, wenn man wie die Familie Lockwood ist, dann hat man auch ein bisschen Geld und baut sich seine eigene Sauna ins Haus rein. Ich denke, das ist sogar realistisch. Hier kann man natürlich schön entspannen, die Wärme genießen und einfach mal abschwitzen. Denn Sauna sollen ja bekanntlich gesund sein. Und jetzt kommen wir zu einem richtigen Dachbodenteil des Hauses, wo einfach alter Plunder und Kisten einfach abgestellt werden. Hier wird einfach alles, was gerade nicht gebraucht wird, abgestellt und kann hier erstmal bleiben. Natürlich viele Kisten, Kartons etc. Das kann hier oben alles gelagert werden, also theoretisch sogar Singleplayer-tauglich das Haus. Denn hier oben hat man halt seine Lagerstätte, man kann das noch ein bisschen anders ausbauen. Aber wir haben es halt gemacht, wie ein Dachboden nun mal aussieht. Und zwar einfach alles hingeklatscht irgendwo. Einfach irgendwie reingebracht, damit man hier gerade noch den Eingang frei hat. Und dann weg damit. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Deko sonst. Ein paar Bücherregale noch. Ein paar Pflänzchen. Und ansonsten kann man hier eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Jetzt gehen wir noch die Treppe nach oben. Und wie soll es anders sein? Hier oben hat die kleine Maisie, die in dem Film natürlich bekannt geworden ist, ihr Reich, ihr eigenes Zimmer mit einem großen Regal, ein paar Spielkisten, ein paar Wäscheständern, zwei Stück gleich, ein paar Bilderrahmen, ein paar Bilder an sich, einer schönen Creeper-Figur und einem großen Bett, auf dem sie natürlich lag und der Indoraptor dann kam, der dann durch diese Tür hier kam. Im Film ist es eine Doppeltür, die nebeneinander ist. Schwierig hier umzusetzen, da das Haus nicht symmetrisch ist. Sonst würde das mich unten mit der
Eingangstür nicht passen. Und deswegen haben wir es so gemacht. Ja, aber geht ja auch. Und mit dem My Little Blocks Mod könnte man hier noch ein kleines Spielhaus hinsetzen und so. Aber wie gesagt, den haben wir nicht. Und wir möchten, dass unsere Map hier Vanilla bleibt. Denn Vanilla gibt immer noch die besten Möglichkeiten, es später für denjenigen umzubauen. Oder für die, die es wollen, zu ändern. Hier noch ein kleiner Teppich. Und ja, an sich war es das jetzt vom Haus an sich. Aber, als alter Jurassic World Fan haben ich und der Gamer uns natürlich ein bisschen genauer mit dem Haus auseinandergesetzt und das Ganze noch eine Etage tiefer gemacht. Ihr fragt euch jetzt, hä? Wie denn? Wir brauchen nur einen Knopf und müssen in die große Halle gehen. Und zwar im Film befindet sich hinter dieser Wand ein Geheimgang, in der ein Aufzug integriert ist, nach unten führt. Also so gesehen in das Herzstück des Hauses. Oh, der Aufzug ist wohl gerade abgeschaltet. Das macht aber nichts, denn hier befindet sich ein 3x3 Aufzug drin, der auch funktioniert. Ein 1.8 Aufzug, leider gerade wohl ausgeschaltet. Macht ja aber nichts. Wir stellen jetzt einfach mal vor, wir fahren jetzt hier runter. So, steigen hier aus. Und hier befinden wir uns nämlich in dem Keller, in dem die Dinosaurier eingesperrt sind. Ja, bevor sie dann später verkauft werden. Viele Gehege hier, auch mit zentral ausschaltbarem Licht und einem besonderen Gehege, welches viele Jurassic World Gucker kennen dürften. Und zwar ist es das Indoraptor Gehege. Und zwar die kleine Maisie, um sich zu verstecken, hat sie sich ja immer weiter zurückgezogen und übertrat dann leider die rote Linie und wurde dann ein bisschen am Nacken gekitzelt von dem Indoraptor. Ja, und darauf ist sie natürlich schreiend weggerannt. Bevor wir jetzt noch diesen Aufzug benutzen, gucken wir uns hier oben noch ein bisschen genauer um. Und zwar können wir einmal hier die Wendeltreppe nach oben gehen. So. Und dann hier gleich die erste Tür rein. Und zwar ist das hier das Labor, in dem die ersten Dinosaurier für Jurassic World oder die ersten Genome entschlüsselt wurden. Für Jurassic Park damals. Ja, hier sollen halt ein paar, ja, Ampullen und sowas, wo dann das Blut miteinander kombiniert wurde und sowas sein. Schwierig umzusetzen, aber ich denke, unsere Lösung ist ganz cool, so wie wir es gemacht haben. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, haben wir auf beiden Seiten ein bisschen fast spiegelverkehrt, nur mit ein wenig anderer Einrichtung. Aber da ich kein Wissenschaftler bin, oder wir keine Wissenschaftler sind, wissen wir natürlich nicht, wie man sowas macht. Und ich denke aber, unsere Lösung ist ganz schnieke geworden hier. Kann man auf jeden Fall anbieten. Hier haben wir jetzt noch einen ganz besonderen kleinen Fund aus Jurassic World 1, beziehungsweise aus einer Bergung aus dem Jurassic World Park. Und zwar ist es ein Knochen vom Indominus Rex, ein Rippenknochen, der abgesägt wurde und ja, zu Forschungszwecken für den Indoraptor nach, ins Lockwood Manor gebracht wurde, wo Dr. Wu dann eben den Indoraptor züchtete. Ganz einfach erklärt eigentlich. Da vorne kommen wir gleich hin. Ich gehe noch eben hier vorne hin. Wir fliegen einmal hier rüber, hier einmal über die Brücke. Und hier befindet sich ein Überwachungsraum. Wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, würde das Garagentor aufgehen. Das ist auch schon offen. Hier haben wir einfach nur zwei Sicherungen. Die müssen beide aktiviert sein. Und dann kann man den Knopf drücken, dann geht das Garagentor auf. Ist inzwischen schon offen, glaube ich. Ja, genau, es ist schon offen. Es sind nämlich zwei Garagentore gleichzeitig geschaltet. Dazu aber gleich mehr. Ja, hier haben wir einen kleinen Redstone-Raum. Da ist dann einfach die Beleuchtung für die Haupthalle steuerbar. Beleuchtung des Überwachungsraums, für das Labor, für den Keller hier unten und für die einzelnen Gehege. Also hier einmal für alle anderen und einmal für das Indoraptor-Gehege. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, öffnet sich ein kleiner Schrank, in dem die Hauptsicherung versteckt ist. Wenn man diese umlegt, dann geht hier unten und oben das Licht aus. Also funktioniert dann nicht mehr. Da haben wir uns gedacht, das kann man eigentlich ganz gut so machen. Und ja, sonst gibt es hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu. Wir gehen jetzt in den Keller, da wo sich eigentlich das Wichtigste abspielt. Der Aufzug ist dann auch wohl abgeschaltet, weil die ja zusammengeschaltet sind. So, wir machen jetzt einfach mal so. Wir fahren jetzt nochmal imaginär mit dem Aufzug. Und fahren jetzt einfach mal hier runter. Wir brauchen jetzt noch einen Redstone-Block, um den Aufzug zu imitieren. So. Und wie es sich für einen Aufzug hat, haben wir natürlich auch
Aufzugtüren, die von automatisch zugehen. Das funktioniert auch alles. Ja, wir können die Aufzugtüren auch schließen, wenn der Aufzug unten ist. So, und wieder öffnen. Für jeden, der den Film gesehen hat, der weiß, hier werden die Dinosaurier verkauft zum Ende hin des Films. Hier sitzen die ganzen, ja, Auktionäre und hier sitzt der Auktionator und so. Und durch diesen Schwerlastaufzug werden die Dinosaurier hier nach unten gebracht. Hier drinnen befinden die sich dann, werden hier vorgestellt und verkauft. Ja, viel dazu zu sagen gibt's nicht. Hier natürlich steuerbare Türen, die im Film natürlich wieder aufgehen. Ja, weil es nicht so gut ist. Eine Sache muss ich noch sagen. Ja, wir haben jetzt hier den Aufzug imitiert. Die Türen machen wir mal wieder auf. Wenn der Aufzug jetzt wegfährt, also der Redstone-Block weggeht, schließen die Türen sich von selber. Das war ein kleines Gimmick, was wir eingebaut haben hier, weil es ist ja in Wirklichkeit auch so. Hier oben brauchen wir das natürlich nicht, unten aber in dem Auktionatorenraum, damit man natürlich weiß, wer da ist und wer nicht. Hier oben ist es eigentlich egal. Und ja, wir haben es jetzt schon auch fast, denn am Ende vom Film stehen natürlich die ganzen Dinosaurier hier im Gang und sterben fast, bis die kleine Maisie diesen Knopf drückt und dieses Tor hochfährt. Das funktioniert auch, ist ein Redstone-Tor. Hier oben haben wir die Technik drin versteckt. Mit dem einen Knopf fahren die beiden Tore runter. Hier ist das eine und hier oben ist das zweite. Und damit kommen wir dann auch nach draußen. Wenn man den Knopf nämlich drückt, gehen beide Tore auf. Das ist ein 6x4 hohes Tor, ein 6x3 hohes Tor. Im Ghostbusters Haus kommt genau dasselbe vor, allerdings ein 6x4 hohes Tor. Also ein relativ großes Tor. Und ja, das war's an sich schon mit dem Lockwood House. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch es gefallen hat, liken, Abo geben und downloaden. Ja, so einfach ist das. Es würde uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da lasst. Ihr könnt natürlich das Haus downloaden, selber mitspielen. Gebt bitte an, dass es nicht von euch ist, sondern von uns. Habt Spaß damit. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, beziehungsweise wir verabschieden uns. Haut rein. Ciao.